Rachsuchtprobe, go! Ja, und scheiß Rachsuchtprobe, der hat mich jetzt offen herausgefordert. Ja. Ich hau ihm in die Fresse. Okay, dann verfolgt man eine Attacke. Er versucht auf alle Fälle zu parieren. 19. Ja, ich gebe dir einen Schmetterschlag, erschwert um 8. Okay. Das ist nicht so, wie man Duelle führt, aber ist okay. Das ist mir doch egal. Du hättest ihn erschießen sollen. Hätte ich tun können, ja. Schnell ziehen du Balestrin an ihren Bauch, ne? Du kennst das schon. Nein, du hättest dich im Duellieren und ihn dann knallen sollen. Ja, dann Schaden. Er hat eine 19 gewürfelt. Das ist nicht gelungen, seine Parade. Musst du über die halbe Wunschwelle oder die ganze kommen? Okay, Sekunde, ich muss da gerade einen W6 rollen. Ah ne, ich mache einfach Ringenschaden, das passt schon. Schmetterschlag plus 8, hattest du gesagt, oder so? So ist es. Und wo kommen die plus 2 her? Durch deine TPKK? TPKK. Okay. Und wenn du mehr als seine Konstitution Ausdauer machst, also er hat halt eine Konstitution von 14. Dann ist er sofort raus. Dann ist er raus. Ohne Probe. Ja. Dann schlägst du zu. Er spuckt wohl noch mehr unbeabsichtigt 2-3 Backenzähne aus und knallt dann aufs Vorderkastell. Der Handschuh liegt immer noch vor dir. Ja, ich schaue nochmal wieder runter, spür auf seinen bewusstlosen Körper. Du hörst ein leises Wispern von deiner Balestrina. Benutz mich. Okay, ich glaube, da ist tatsächlich eine Probe vonnöten. 2. Wie hoch ist deine Rachsucht? Ist sie nochmal um 2 gestiegen? Ist schon eingetragen. Alles klar. Auf 7. Benutz mich. Ist momentan irgendwer auf Deck, der zuschauen könnte? Also auf dem Vorderkastell nicht. Hüwiler Marix Fuchsecker hat sich verabschiedet. Rafim ist von Bord gegangen. Die Köche sind wohl auch wieder unter Deck gegangen. Zurzeit nein. Aber wäre das nicht eigentlich eine Probe auf Selbstbeherrschung erschwert um Rachsucht? Ja, ist egal. Er hat es jetzt gewürfelt. Und das also normalerweise ja, Selbstbeherrschung plus 7. Aber er hat ja schon gewürfelt. Das hat ja schon geklappt. Das ist okay. Ja, ich ziehe meine Balestrina und schieße ihn oder den Bewusstlosen in den Kopf. Ja, würfel mal bitte ein W20. Die krittet ja ein bisschen öfter. Ist nicht gekrittet. Ist nicht gekrittet, aber du legst mit einer minus 8 an, schießt, es klickt wieder, die Höllenfeuermunition brennt wieder und das Brandbonks entzündet sich. Spürst es, wie sie aus dem Lauf gedreht wird, nach vorne beschleunigt wird und mit einem Knallen explodiert der Kopf von Herrn Nebelklang. Was? Der ist dadurch tot? Selbstverständlich, du schießt einen Bewusstlosen in den Kopf. Okay, alles klar. Was dachtest du, was passiert? Ja. Also da hätte ich jetzt auch Geld drauf gewettet, dass der tot ist. Du stehst 1 Meter über dem und schießt. Ich hätte jede Wette der Welt tausendfach gehebelt. Ja, ich auch. Achso, da musst du auch keinen Schaden auswürfeln. Aber hatte ich spontan den Hirnfluss geholt, dann, oder? Oder hast du zu lange DSA gespielt? Kann das sein? Ja, ich wusste, welchen Schaden ich anrichte. Ja, okay. Ja, etwas geschockt, aber doch leicht befriedigt, was ich nicht von mir weisen kann, blicke ich einige Augenblicke auf den nicht mehr vorhandenen Nebelklang hinunter. Ja, du blickst auch einmal auf die Trommel deiner Balestrina, immer noch deine 6 Schuss. Erhöhe bitte deine Rachsucht von 7 auf 8. Aber ich bin eigentlich der Meinung, für die Aktion sollte er eine zurückkriegen. Nein. Ich weiß nicht mal, was mir das wert war. Du kannst sehen, wie der kleine Junge plötzlich irgendwie neben dir auftaucht, ist wohl die Treppe nach oben gegangen. Okay, soll ich die Leiche von Bord schmeißen? Ich kann das tun, wenn du willst. Was? Wie kommst du denn her? Was hast du gesehen? Alles. Ich habe alles gesehen, mein Herr. Ich schmeiß sie über Deck, das darf keiner sehen. Hör mir zu. Die haben bestimmt den Schuss gehört, wir müssen jetzt schnell sein. Ja,
komm, wir schmeißen die Leiche. Was war das für ein Geräusch? Kannst sehen, wie wohl jetzt die zwei, drei Dukatengardisten, die noch an Deck stehen und den Paradeelefanten und den Strauß wohl bewachen, schauen misstrauisch in deine Richtung. Schmeiß die Leiche über Deck. Und trete ich dir herunter. Stecke meine Balistrina wieder weg. Eine außerordentlich schönes Gerät. Ich liebe den Klang, wenn meine Balistrina schießt. Ja, du kannst es auch mal platschen hören. Und plötzlich steht der kleine Junge wieder hinter dir. Wir können einfach sagen, er ist schon in der Taverne gewesen, bei den anderen. Niemand wird ihn vermissen. Es ist auch nicht merkwürdig, wenn er wegbleibt, nach dem, was du mit Ismaban gemacht hast. Streichelt dir so ein bisschen über deinen Rücken. Ich blicke nur zu den Dukatengardisten und ich schiebe den Jungen hinter mir mit der Hand etwas grober weg. Ja, er greift sich auch direkt wieder erstmal so einen Feudel und fängt an, das Deck zu feudeln. Hier gibt's nichts zu sehen. Weitermachen, Goldröcke. Ja, wieder mal. Rex Fuchsecker zieht eins seiner Augenbraue hoch, stand wohl irgendwo auf dem Hauptdeck und blickt einmal in Richtung der Treppe, scheint dann aber auch nichts zu sagen und geht dann selbst von Bord runter über die Planken. Ja, ich blicke hier noch hinterher mit zusammengekniffenen Augen, Asche noch einmal aufs Oberdeck und überlege mir, was ich mit der Zeugin machen muss. Derweil bei Abemir. Deine neue Truhe steht. Du vermisst es irgendwie. Es ist nicht. Du hast hier nicht so große Fenster. Und ja. Die Lage, gut, ein bisschen anders exponiert. Aber Zulamin macht das schon. Das Zimmer jetzt mal ausmessen irgendwie. Und derweil, dann habe ich da einen kleinen Schreibtisch oder sowas, keine Ahnung. Ja, so ein kleinen, aber ja. So eine kleine Kommode, kann man ein bisschen was drauf abstellen, aber die Zimmermänner bauen die bestimmt was. Ja, Papier ausbreiten und anfangen zu zeichnen, wie man den Raum größer gestalten könnte, indem man zum Beispiel das Bett herunterfahrbar an der Decke unterbringt und die Tische zum Beispiel ausklappbar macht, etc. Also so kleine mechanische Spielereien. Ja, ist doch sehr gut. Ne? Und vor allen Dingen, wann wird die Tür verstärken? Ihr müsst alle ganz dringend aufhören, Süßigkeiten von Erzdämonen in unmarkierten Lieferwagen anzunehmen. Du weißt auch, dass irgendwie auf der anderen Seite klopft so ein bisschen gegen das Holz. Du könntest auch die Kajüte da zu dem ehemaligen Kanisetianer unterbringen und könntest auch wegreißen. Müsste man mal mit dem Kapitän besprechen, aber so, man könnte das Bett auch in die Wand, also entweder nach oben ziehen oder aber in den Boden einlassen. Das könnte man auch machen. Ja, aber unter der Decke ist wahrscheinlich weniger stören vom Sonntag. Stimmt, ja, ist richtig. Ne? Das sind so die Sachen, die dir durch den Kopf gehen, so da und da Haken reinbringen und dann in die Wand hochdrehen. Ah, da fällt dir schon was Gutes ein. Es war ja auch eine Rolltür, die sich mittels Animatio öffnen lässt. Das ist auch gut, ja, richtig, genau. Also ich fand den wild an zu zeichnen und bin da wahrscheinlich erst so schämt. Ja, das ist nicht so ein großer Knall, aber ach, na, egal. Weiter, ja, richtig, genau. Grundschirm, ne? Da knallt ständig irgendwas. Ja. Ist mir egal. Ja. Ich bin Kapitän. Egal. Ja, kritzelst und ja, immer diese AGM-Zeichen, die du unten zum Signieren benutzt. Gut, eigentlich, das ist eigentlich ein AYM, aber das Y sieht so ein bisschen verschmiert aus wie so ein G. Und also, das steht ja eigentlich für Abel Miyamorene, sondern nicht für AGM. Also eindeutig ein Y. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, also das dass man da ein Agrimot oder sowas auslesen könnte, das ist jetzt ja Willkür. Klopft man die Wand zur Kanitiana macht irgendwie. Ja, richtig. Stabil die ist und so. Ja, auf der anderen Seite, wenn Hasswolf jetzt auch nicht mehr wiederkommt, kannst du auch noch die Kajüte von Hasswolf noch benehmen und ja, da kann man sich sicherlich schon gut einrichten. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und sollen die neuen Ferdis oder die neuen Zwafnir-Geweihten oder was auch immer man da anwirbt, sollen die einfach unter der Hängematte schlafen im Unterdeck, da wo sie hingehören. Genau, sind wir Mannschaftsmitglieder. Sieger, richtig. Ach, das ist ein herrliches Leben. Ich fühle mich entspannt und erleichtert und frisch beschwingt und male wild drauf los. Ja, derweil Zulamin und Boltax haben den Raum von Ismaban betreten und er sitzt dort im Bett und grinst euch an. Guten Morgen, Ismaban. Oder besser gesagt,
Schönen Nachmittag. Hallo. Wie geht es euch? Wir haben Kunchum erreicht. Sehr gut, da kann ich neue Käfer kaufen. Ja. Ich weiß zwar noch nicht genau, wofür ihr sie benutzen könnt, aber ich glaube an die Käferzucht. Ich hatte mir hier, er deutet auf die Wand von der Kajüte, in der er gerade drin sitzt, da könnte man einen großen Glaskasten einbringen. Ich hatte mir gedacht, eine Ameisenfarm, die kann man bestimmt gut benutzen. Das ist gut. Das sind sehr hilfreiche Tiere. Ja, das stimmt. Solange es keine Termiten sind, finde ich das vollkommen in Ordnung. Nein, keine Termiten auf dem Schiff, aber Ameisen. Die könnten dann noch die Abfälle aus der Kombüse könnten die dann auch verwerten. Dann könnte man die dann so zum Anfüttern und die können dann, da müssen wir nichts über Bord schmeißen. Dann locken wir ja Haie an oder sowas oder irgendwelche anderen Dinger, die man nicht haben will. Und wenn wir dann einfach die Abfälle aus der Kombüse in diese Ameisen farmen und ich möchte noch ein paar Käfer, sowas wie ja, weiß ich nicht. Ich werde sicherlich einige Sachen finden. Da informiere ich mich einfach mal in der Stadt bei irgendeinem Käferzüchter. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Sulamin, möchtest du Ismaban nicht einen Dukaten geben, dass er seine Anfertigung von diesem Glaskasten und dieser Käferfarm in der Stadt unterbringen kann und er kann gleichzeitig dann noch in ein, zwei Kneipen gehen und sich ein paar Bier genehmigen, nicht wahr? Nun, Ismaban, eure Männer haben das Schiff verlassen. Sie wollen nicht weiter mit uns fahren. Und nun, von daher würden wir euch mit diesen Dukaten ebenfalls entlassen. Aber das mit diesen Käfern klingt gut. Vielleicht ist das ein neues Hobby von euch. Ach, ihr braucht mich gar nicht mehr. Schade. Nein, wenn du bleiben möchtest, kannst du gerne bleiben. Ja, ich dachte mir, so eine Ameisenfarm auf einem Schiff, das braucht doch jeder mal. Nein, das erscheint mir wie keine gute Idee. Denk doch an die Tiere. Nun, die Ameisen sind glücklich. Hauptsache, sie haben viel, das sie umgraben können. Die Kolonie muss einfach wachsen. Wie kommt ihr plötzlich auf solche Ideen? So kenne ich Sulamin, euch gar nicht. Sulamin, ist in Ordnung. Ich erkläre euch das später. Also wenn ihr mich wirklich nicht haben wollt, dann gehe ich auch. Schade, dass meine Leute mich verlassen haben, aber nun... Nun, ihr findet sie sicher in den Tavernen wieder, denke ich. Ich müsste die Tavernenbesitzer mal fragen, ob die eine eigene Ameisenfarm brauchen. Eine gute Idee. Ich werde Käferzüchter. Käferzüchter ist mal bad. Das klingt nach einer reizungsvollen Geschichte. Und ein Dukaten bekomme ich von euch, das ist ja viel Geld. Ja, gewiss, wir haben alle zum Abschied einen kleinen Bonus ausgezahlt. Kann ich es auch als Silbertaler bekommen? Ja, das ist sicher besser, um nicht ausgeraubt zu werden, nicht wahr? Genau. Nun, ich bin sicher, dass sich das einrichten lässt. Das ist sehr nett von euch. Dann gehe ich gleich zum Kapitän und werde mich ausbezahlen lassen. Ja, hier ist sie. Ach so, dann seid ihr jetzt die Kapitänin. Er hält seine Hand auf. Ja, also ich denke, 10 Silber werde ich haben, oder? Ja, klar. Dann zähle ich die ab. Nun, Ismaban, dann viel Erfolg in der Stadt und alles Gute. Dankeschön, Vielen euch Dank auch. Für eure Dienste. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich war behilfreich. Auf jeden Fall. Wenn er vorbeigeht, der steht immer vom Bett auf, streicht nochmal über diese Wand, wo noch keine Käferfarm ist oder Ameisenzucht, aber als ob er die Stelle schon eingeplant hätte. Und geht mit den 10 Silber dann von Bord. Ich schaue Boltax an. Was war das? Nun, er hat sich in seinem Traum nicht mehr wirklich als er selbst identifiziert, sondern hatte nur noch Ängste. Die Ängste haben sein ganzes Wesen ausgemacht. Also habe ich die Ängste genommen und sie in Begeisterung verwandelt. Er geht nun in diesem Thema völlig auf. Also nicht im Sinne von, dass es ihn verzehrt in einer negativen Art und Weise, sondern in einer positiven, schöpferischen Art. Oder anders gesagt, ich habe seine Begeisterung für etwas entfacht, um ihn vor seiner Angst zu bewahren. Nun, ich weiß nicht, ob es das Beste für ihn ist, aber es ist wohl besser als der Zustand, in dem er sich zuvor befand. Aber tut mir leid, Boltax, das war unheimlich. Ich möchte ihn nicht auf dem Schiff behalten. Natürlich. Ich kann das verstehen. Aber ich denke nicht, dass er negativ über uns reden wird, wenn er in die Kneipen geht.
Nein, ich denke auch nicht. Aber wenn er auf seine ehemaligen Mannschaftsmitglieder, Kameraden stößt, ich denke, sie könnten ein ähnliches Befremden empfinden wie ich. Ich muss einmal mit diesem, ach, wie hieß er denn noch? Es war ein Druide. Megalodon oder Megon oder... Er hat etwas über Ängste geschrieben. Der ist sicherlich sehr interessiert an dem, was ich heute erlebt habe. Ja. Wie hieß er? Ja, sein Buch ist ein Klassiker an der Alarchami. Ich wünschte, wir hätten doch einen Beherrscher angehört. Der hätte vielleicht die Sache einfach vergessen lassen können und... Nun, die Sache wäre vergessen. Ihr könnt einen lauten Knall hören. Was war das nun wieder? Macht die Tür auf. Ja, ich würde ihr folgen. Habt ihr etwas gesehen? Fragt sie den Dukatenkartisten. Ja, er deutet einmal mit seinem Kopf rüber zu Diamantis. Der unterhält sich da wohl gerade mit einem kleinen Matrosen und schickt ihn da wohl gerade weg. Der holt sich ein Feudel und fängt an, irgendwie das Deck zu schrubben. Was habt ihr gesehen? Der Knall kam von da drüben. Müsst ihr den Geschützmeister fragen. Euer 1-0. Gut, danke. Ihr könnt aufhören, hier herumzustehen. Ismaban ist gegangen. Habe ich gesehen. Also gut, dann schaue ich mir mal diesen Parade-Elefanten an. Gute Wahl. Ja. Nur zu, er ist überaus sehenswert. Das ist Abelmir. Die Granden haben auch alle ein. Brummt er euch noch zu und geht dann zu Koragon. Gut, und wir gehen dann durch den Diamantis, schätze ich. Ja, genau. Ja. Diamantis, wir haben sie eben einen Knall gehört. Kapitana. Was ist los? Ah, ja, das war ich. Ich bin immer noch... es bereitet mir doch immer wieder Freude, dieses grandiose Meisterwerk abzufeuern. Aber sagt, wisst ihr, wo das Falkenbanner momentan ist? Ich brauche auf jeden Fall waffenfähige Leute, um den Zimttransport zu beaufsichtigen. Habt ihr auf eine Möwe oder so geschossen? Was? Nein. Warum sollte ich auf eine Möwe schießen? Habt ihr euch inzwischen bei Angroschminia bedankt? Ihr sagtet doch... Nein, das habe ich noch nicht. Ich wollte es richtig tun und ihr dem genau etwas zurückgeben. Ich hab noch nicht wirklich eine Idee, was, aber... Oh, da kann ich dir einige Ideen präsentieren. Nun, also, wir können ja morgen einmal gemeinsam auf den Markt gehen. Da finden wir bestimmt etwas. Ich wollte hier nicht unbedingt etwas kaufen, denn das kann ja jeder tun. Ich dachte, ich mache es ihr gleich und werde ihr ebenfalls etwas herstellen. Wie etwas Schönes wie eine Spieluhr. Oh, oder eine Armbrust. Ich möchte Menschenkenntnis würfeln. Ja, dann überreden Lügen. Nein, warum denn nur? Ja, er war gerade irgendwie so total neben der Spur und also ich glaube schon, dass man da Anzeichen merken kann. Auf jeden Fall. Anstatt einfach mit den Schultern zu zucken, zu sagen, ja, ich habe eine Möwe geschossen. Dann würde ich. Das wäre ja eine direkte Lüge. Dann würde ich aber auch gerne. Du hast Schicksalspunkt, ne? Ja. Newsflash, mein Boy. Leute möchten direkte Lügen glauben, wenn sie damit unbequemen Wahrheiten entgehen. Du hast auch noch Glück. 9 Punkte über. Glück hast du auch doch. Nee, ich habe heute kein Glück mehr. Ich habe, oder? Warte. Habe ich heute mein Glück schon ausgewürfen? Nee, das müsste es heute machen. Ich glaube schon, ich weiß gar nicht mehr für was. Ich weiß auch nicht mehr für was, aber ich, für die Tierkunde. Ja, ich habe Glück schon erwürfelt. Aber sie kriegen auch noch eine 3er Schwernis, weil wir mittlerweile schon gut bekannt sind. Ja, und Alan Fana, dann reicht das leider nicht. Wieso? Was macht Alan Fana noch? Wie viele Punkte? Das ist eine andere Kultur. Aber zwei bis drei Punkte. Die Erschwernis kriege ich ja auch drauf, weil die eine andere Kultur haben. Ja, aber das sind 3 plus 3 plus 3. Das ist eine 9er Erschwernis, das ist geschafft. Also ist vielleicht nicht informativ mit einem Punkt, aber Boltax hat dann noch 2 Punkte. Also uns kommt, müsste zumindest noch Punkte vorkommen, oder? Er hat geschicksalspunktet. Ach so, okay. Genau. Das war es mir wert. Okay, gut. Ich habe auch noch einen Schicksalspunkt. Stimmt. Aber Mann im Frieden. Die Doppel-Eins hattest du ja nicht gecheckt. Ja, dann mach das doch. Tom, warte, kann ich einen Schicksalspunkt ausgeben, um ihren Schiff zu gegenschippen? Ihr könnt, ja, meinetwegen. Ja, ja. Hä?
Ja, ehrlich gesagt, ich finde es sehr schwierig von der Ebene her, weil Zulamin hat kein gutes Bild von Diamantis aktuell. Nee, aber das ist ein Mitspielercharakter. Du hast ihm gerade die Leiter runtergetreten. Das ist ein Grund, das oder? Ding, das Ding ist das Folgende. Mir geht's erstmal nur darum, welches Gefühl. Boldaus kommt mit Diamantis gut klar. Mir geht's darum, ob ich was Merkwürdiges an ihm wahrnehme. Mir geht's nicht darum, ob er mich anlügt. Ja, dann mach doch die 20 neu. Ja, genau, die würde ich gerne neu würfeln. Das ist eine 19. Schade. Es ist um 1 besser. Das ist dann plus minus 0 geschafft bei Boltox. Okay, wenn das schon reicht. Ja, aber Zulamin hat auch nur einen Punkt gefehlt. Dann schippe ich auch, schauen wir mal. Die 18? Nee, da fehlen 2 Punkte. Die 18, die 18 oder Klugheit 13 ist auch nicht so viel. Warte, plus minus 0 ist Gleichstand. Gewinnt bei Gleichstand nicht der Überredende? Nee, plus oder gewinnt minus, der Verteidiger gewinnt. Plus minus 0 ist ja immer geschafft. Nee, also ist eine vergleichende Probe. Zulamin sollte die ganze Probe machen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Probe neu also eine vergleichende Probe. Mal schauen, vielleicht wird es ja schlimmer plus dadurch. Minus 0. Aber vermutlich ballert Zulamin hier jetzt mit 26 Sternen durch. Wir können uns die Diskussion damit, sparen. Damit habt ihr das beide mit einem Punkt geschafft. Kommt euch zumindest ein bisschen komisch vor. Ihr habt den gerade die Leiter runtergetreten. Ich werfe Boltax einen Blick zu. Dagaffe. Möchtest du dir etwas anfertigen? Ich kann das verstehen, aber Diamantis, hast du gerade wirklich daran gedacht? Ihr könnt sehen, oder wie Rafim gemeinsam mit sicherlich 20, 30 Bogenschützen oder mit Söldnern, mit Soldaten auf euch zukommt. Ja, lasst eure Männer und Frauen mal da unten. Zulamin, wir müssen eine Besprechung abhalten. Also ihr und ich und die Frau. Gut, wen bringt ihr mir da? Sie kann mit Sicherheit selber sprechen. Ich bin Damila Sonia Jamilha, Anführerin der Bogenschützen der Sonne von Zorgan. Und ich würde mich gerne in eure Dienste begeben. Selbstverständlich gut bezahlt. Wir haben einige Gerüchte von euren ehemaligen Soldaten der leichten Infanterie gehört. Und sie würden ungern euch weiter begleiten. Wir allerdings stellen für einen kleinen Aufpreis unsere Fähigkeiten des Bogenschütze gerne in eure Dienste. Weiß ich denn was über die? Ich meine, ich habe Kulturkunde Aranien und so, also ja. Irgendwie was von denen gehört? Ja, musst du auch nicht würfeln, sondern von Zorgan, das sind gute Soldaten. Qualität 5. Nun, freut mich, dass ihr Interesse habt. Ich weiß nicht, ob Rafim Ibn Kanawa es euch schon mitgeteilt hat, aber es zeichnet sich ein Führungswechsel auf diesem Schiff ab. So, nun, ich würde natürlich ungern für die Untaten meiner Vorgänger büßen. Aber kommt doch herein, lasst uns ein wenig reden. Nun, sehr gerne. Auf einen Tee, etwas Kekse, etwas Gebäck, rote und weiße Kamele. Eine Frage, könnt ihr auch mit Armbrüsten umgehen? Bogenschützen, verzeiht mein Herr. Mein Herzwerk. Nun, wir hatten schon öfter darüber gesprochen, eine Bogenschützeneinheit anzuheuern. Insofern erscheint mir das wie eine gute Gelegenheit. Verzeiht allerdings, ich werde mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen, denn es geht gerade alles etwas drunter und drüber. Dabei blickt sie einmal zu Diamantis. Wir werden natürlich Armbrustschützen auch etwas lieber, aber soweit uns näher getragen wurde, können wir hier in Kunchum nur vernünftige Bogenschützen erwarten. Ihr seht mir aber nicht besonders kunchomisch aus, oder wie die Tulamiden, die hier herumlaufen. Wer kommt hier? Nun, die Sonne von Zorgan kommt aus Zorgan, also Aranien. Ihr seht mir auch nicht so aus, als ob ihr aus Kunchum stammen würdet. Ist das eine Voraussetzung, um bei euch mitzumachen? Keinesfalls, aber vielleicht solltet ihr euch einander zunächst... das hier ist Diamantis Monterey, er kommt aus Al-Anfa, ist ein sehr verdienter Soldat. Wir haben bereits von ihm gehört. Eben in der Taverne. Er ist der Grund, warum wir einen Aufpreis wollen. Nun... Dann werdet ihr diese Gelegenheit sicher nutzen, um euch selbst ein Bild von ihm zu machen. Gerne. Wenn ihr meint, dass das notwendig ist, allerdings reichen auch einfache Gespräche mit euch als Kapitana aus. Aber ganz wie ihr mögt. Wir unterhalten uns mit ihr. Junge Dame, ich hätte noch eine Frage. Stellt sie? Sie trägt eine Augenklappe, oder? Sie trägt eine Augenklappe. Nun, wenn ihr Bogenschützen seid,
Nun, wie ist es mit eurer tiefen Wahrnehmung? Ein Auge, ist das nicht schwierig, wenn man zielt? Ich bin kein Fernkämpfer, deshalb nur als Versicherung für mich. Wie gut, dass ich die Obristin bin. Meine Männer verfügen, oder meine Frauen verfügen allesamt über ihre verbliebenen Augen. Oh, das ist gut. Ihr habt euch also zurückgezogen, nachdem ihr euer Auge verloren habt? Ich bin in der Verwaltung, sagen wir so. Ich verstehe. Nun, wie gesagt, kommt gerne mit auf einen Tee. Sie nickt und folgt. Wenigstens wird es hier nochmal spannend.